Kannst du den noch marschieren? Nein, kann er nicht. Ich bin gespannt, ob er jetzt rauskommt. Wenn er schon sieht, dass hier die zweite Armee kommt, dann kann er sich eigentlich schon denken, dass die zur Verstärkung kommt. Ob ich schon mal Subnautica angesehen habe, habe ich auch schon mal gespielt, ja. Schönes Spiel. Vor allem für Leute, die Angst haben vor der Tiefsee. Gut, dann bringen wir dich jetzt mal nach vorne. Wenn wir jetzt hier wechseln auf den normalen, ja, dann können wir sogar hier hergehen. Die Richtung. Können wir hier, Moment. Ich bin gerade etwas verwirrt, weil hier kein Strich angezeigt wird. So nach dem Motto, wir verstärken die Armee nicht. Jetzt müssen wir nochmal schauen, wenn ich hier angreife nochmal. Doch. Okay, kommt mit die Verstärkungsarmee. Kein Problem. Ja, dann würde ich sagen, speichern wir nochmal. Schnelles Speichern. Sollen wir jetzt schon angreifen? Wir haben noch zwei Runden, bis er zum ersten Mal Verschleiß hat. Ah, der hat halt schon sehr viel. Der hat sehr viele Einheiten. Wir wagen es jetzt, oder? Ich habe schon lange keine große Schlacht mehr geschlagen. Die haben erst vor zwei Wochen released. Ja, aber da gab es ja auch dann die Early Access Version schon, ne? Dann würde ich sagen, greifen wir jetzt an. Alles oder nichts. Kann ja nicht so schwer sein. Wir könnten theoretisch auch von zwei Seiten angreifen. Wir haben aber nur zwei Türme und nur einen Rambock. Das ist etwas blöd. Dann wenn man jetzt noch einen Rambock, eine Runde warten wir noch. Dann machen wir noch zwei Runden. Dann machen wir noch zwei Runden. Dann können wir nämlich von zwei Seiten angreifen. Einmal von hier und einmal von hier. Und dann nehmen wir ihn schön in die Zange. Ich hoffe, ich kriege das hin. Jupp, so machen wir das. Erstmal warten. So, was ist jetzt los? Ach so, jetzt wird unser Attentäter begibt sich auch noch nach oben. Da können wir was bauen in Zandri. Ist jetzt wieder die Feigling-Taktik, ne? Dass wir hier nochmal ein bisschen warten. Aber wenn ich das nicht mache, dann müssen wir wirklich von einer Seite angreifen und dort dann durchdrücken. Und so, wenn wir es von zwei Seiten aus machen, dann ja, tut sich die KI hoffentlich ein bisschen schwerer, das Ganze abzuwehren. Krieg erklärt, Walls Expedition, Dynastie von Rakab, okay. Judaspriester, die Priester des Todes sollten nur dem unsterblichen Willen ihres Königs Folge leisten. Verrat sollte für sie undenkbar sein, eine Gräueltat gar. Und doch hat uns einer von ihnen betrogen und sich mit einem rivalisierenden Gruftkönig verschworen. Wie sollen wir vorgehen? Priester des Todes vergraben? Priester des Todes ignorieren? Das ist ja blöd, das ist ja beides negativ. Kosten der Heldenaktion plus 40%. Heldenschance. Und wir machen ja sowieso nichts. Aktuell. Dann in Zandri und in den Salzebenen und in Khemri können wir upgraden. Wir machen das zuerst in Khemri. Ist wirklich etwas irritierend, dass hier die Verbindungspfeile nicht mehr angezeigt werden. Na gut, du bleibst jetzt erstmal hier stehen. Kann ich dich ignorieren jetzt? Okay. Ist das eine Fantasy-Map oder soll das Ägypten darstellen? Das ist natürlich nur Fantasy. Das ist nicht Ägypten. Obwohl sie aussieht wie das Nil-Delta. Hab's schon mal gesagt. Aber das ist wirklich nur Fantasy. Also was heißt Fantasy? Naja, es ist halt Warhammer-Universum. Universum.
Krieg erklärt, Clan Morris, Bogenschützen von Orion. Die Bogenschützen von Orion, die haben sich schon ein bisschen ausgebreitet. Das ist gar nicht schlecht, wenn die jetzt noch ein bisschen Krieg führen. So, und in der nächsten Runde müssen wir dann soweit sein und müssten dann eigentlich angreifen können. Da läuft er wieder weg, der Paladin. Warum auch immer, das wird ihm jetzt hier zu heiß wahrscheinlich hier oben. Da kommen dazwischen die Fronten und das will er nicht. Gut. Jetzt hat er quasi Verschleiß. Hat er denn schon Verschleiß? Ja, wenn wir noch ein bisschen warten. Nee, wir warten jetzt nicht, auch wenn jetzt der Verschleiß beginnen würde in der nächsten Runde. Wir greifen jetzt an. Ach, jetzt sind die Pfeile wieder da, ne? Komisch. So, wir haben jetzt, genau, wir haben zwei Rammböcke, wir haben, Moment, haben wir jetzt drei, wir haben wir jetzt sechs Türme. Okay, Speichern. Und dann geht's los, das muss zu schaffen sein. Auch wenn unsere Einheiten nichts aushalten, das muss gehen. Bei unserem letzten Durchgang, den Hochelfen war es, ja, da haben wir auch des Öfteren so große Schlachten geschlagen. Da irgendwann ist das überhaupt kein Problem mehr. Dann gewöhnt man sich an die ganze Steuerung. Aber wenn man jetzt wieder nach ein paar, ja mittlerweile Monaten, anfängt, da bin ich jetzt gespannt, wie das läuft. Normalerweise hat er die Verbündeten gleich hier drinnen. Das heißt, wir müssen die einfach überrennen. Schauen mal, ob es besser wird. Oh, um einen Punkt. Ist gar nicht mal so groß, wie ich gedacht habe. Ich hätte mir das ein bisschen größer vorgestellt. Also, dann bringen wir mal alle zurück. Unsere Verstärkung kommt. Sehe ich das? Kommt die irgendwo? Kommt die denn her? Aus dieser Richtung. Das heißt, da hätten wir eigentlich gar nichts mehr machen müssen. Das heißt, wir werden unsere Einheiten hier aufstellen. Also unseren Rambock, den stellen wir gleich mal hier in die Mitte. Moment. So her. Wieso steht der denn so komisch? Dann einmal Turm links. Eigentlich könnte man gleich zwei Türme links stellen. Wieso stehen die denn so komisch? Die muss ich jetzt wieder so aufrichten. Selbstständig. Dann fahren wir nämlich einen hier ran und einen hier ran, wenn das geht. Und die anderen beiden hier rüber. Dann können wir die Türme doch vergessen eigentlich. Dann können wir die Türme vergessen. Mit der kleinen Armee von beiden Seiten anzurücken will ich nicht. Das muss nicht sein. Dann, ja, die anderen bleiben mal mehr oder weniger im Hintergrund. Genauso unsere Bogenschützen. Die Reiter brauchen wir auch nicht. So, die Lufteinheit, der Schwarm von Diaf, den brauchen wir schon, der kann ein bisschen Verwirrung stiften. Genauso die Phönix kommt dann in die Mitte. Und unsere, unsere Belagerungseinheit, wie weit kann die denn schießen? Sehr weit sogar. Das heißt, da können wir schon ein bisschen vorschießen dann. Ganz gut, okay. Wir sind soweit fertig. Wer steht hier noch? Moment. Unsere Anführer müssen natürlich auch mit. Und jetzt geht's aber los. So. Wir bringen mal alles soweit in Stellung. Ich hoffe, das klappt jetzt. Und lassen hier dich gleich mal schön hier reinschießen. Das sind ja so Magiegeschosse offenbar. Was sind das denn für Klebedinger? Okay. Schießt er nochmal?
Hallo? Hat der jetzt nur einmal gespuckt? Jetzt. Ja, so ein bisschen durcheinander stiften ist ganz okay. So, jetzt müssen wir hier mal unsere Flugeinheiten können. Vielleicht dann... Nee, die lassen wir erst angreifen. Die lassen wir erst angreifen, wenn es soweit ist. So, die können wir jetzt hier eigentlich mit einer Einheit... Nee, die sind jetzt weg. Unsere Rammböcke und so weiter, das ist alles weg. Wir bringen euch mal nach vorne. Und die Bogenschützen richten wir hier schön auf. Dann können die hier schön reinschießen erstmal. Die Kavallerie können wir erstmal vergessen. Die lassen wir hier rüberlaufen. Wie sieht es denn aus mit unseren Türmen? Die kommen fast heil an. Das ist schon mal nicht schlecht. Und dann bringen wir jetzt hier die schon mal in Stellung. Ah, das ist Wahnsinn, wie langsam unser Rambock ist. Bis der hier vorne ist. Das dauert ja ewig. Ich sag's nochmal, ewig. Unglaublich. So, unser Anführer hier kann wieder zaubern. Kann ich mal schlecht. Und explodieren lassen. So, wie sieht es jetzt aus? Können wir hier... Das gibt's ja nicht. Bis der hier vorne ist... Die fliehen jetzt, ne? Was soll das denn jetzt hier? Ach, ist das blöd. Das ist ja mega blöd hier. Da muss das hier die Sphinx machen, Mensch. Wahnsinn. Ganz schön ruckelig, muss ich jetzt auch mal sagen. Ich habe jetzt schon von hoch auf mittel gestellt. Und trotzdem ruckelt es noch ganz schön hier. So, unsere Flugeinheit... Die wird sich mal hier reingesellen, mitten in die Bogenschützen. Das gibt's ja nicht. Wieso ruckelt denn das so? Das ist ja Wahnsinn. Das war schon mal besser. Ja, die stehen einfach nur hier rum so. Natürlich, die wissen nicht, was sie tun sollen. Einfach mal ein bisschen abwarten, ne? Wir greifen hier mal die Bogenschützen an. Was ich für einen Prozessor habe, irgendwie den i7, der ist aber schon... Der hat schon ein paar Jahre auf dem Buckel. Ich glaube, der ist von 2010 oder so. So, was ist jetzt hier mit der Tür, Mensch? Können wir denn hier jetzt schon durch? Oh, wir können schon durch. Na dann, mal rein in die gute Stube, bitte. Jetzt hat er jetzt die Sphinx reingelassen und die Tür ist aber noch zu. Hä? Wie geht das denn? Wieso ist denn die Sphinx jetzt hier rein? Das, da bin ich aber jetzt hier. Hä? Jetzt ist offen. Sehr komisch. So, hier wird auch gegen die Tür gedrückt, offenbar. Noch nicht ganz. Oh Mann, ich weiß nicht, wieso es so ruckelt. Es ist auf alle Fälle nicht schön, das muss ich jetzt schon mal sagen. Vor allem, weil es noch nie so geruckelt hat eigentlich. Hm. Jetzt schaut euch das mal an. Ich hab sogar die... Jetzt muss ich mal kurz was... ich muss mal kurz nachschauen. Das ist so nicht richtig irgendwie. Ich habe hier nur hoch, mehr nicht. Das hat ja im anderen Let's Play auch schon funktioniert. Ich habe hier bei den Einheitengrößen, jetzt muss ich nochmal schauen, da habe ich eigentlich auch auf normal oder klein gestellt.
sehr ärgerlich, sehr ärgerlich. Einheiten-Details. Einheitengröße, Mittel. Da müsste ich hier vielleicht mal auf klein gehen, aber ich verstehe es nicht. Ja, komischerweise, ne? Das Komische ist halt auch, ich habe es ganz am Anfang gesagt. Da haben die Intro-Videos immer auch so geruckelt. Komischerweise. So, wie sieht es denn hier aus? Ist hier immer noch... Was ist denn mit euch? Wieso könnt ihr denn nicht rein? Klopft doch mal ein bisschen an hier. Das kann doch nicht sein, oder? Vor allem, das sind jetzt doch ein bisschen viel hier. So, jetzt wird angeklopft. Okay, Torschaden. Das ist ja echt seltsam. Sowas Komisches. Da macht ja das Spiel keinen Spaß mehr, wenn man hier so ruckelig sich vorbewegt. Das ist echt nicht schön. Oh, wo ist denn unsere Spezialeinheit? Die müssen wir mal zurückziehen hier. Und zwar schnellstmöglich. Die ist hier mitten im Getümmel und kriegt ganz schön auf den Sack momentan. Das ist nicht schön. So, unser Anführer muss doch wieder ein bisschen zaubern können, ne? Haben wir noch jemanden, der zaubern kann? Wiederherstellen füllt Trefferpunkte auf. Hier drüben müsste der sein, oder? Ne, der ist auch hier. Das trifft sich gut. Dann können wir das vielleicht gleich mal... auf so eine Einheit. Ich würde es gern auf die hier anwenden. Ich kann da nicht mal ordentlich mehr was auswählen. Nö, geht irgendwie auch nicht. Na gut. Hoppla. Es läuft einigermaßen noch. Das ist ja Wahnsinn. Ist ja schlimm, ganz schlimm. Ich sag's nochmal, ganz schlimm. So, sind jetzt die schon durch oder was ist mit euch los? 79% gerade mal. So, was ist eigentlich mit dem Kommandanten? Der lebt noch. Der hat noch ein bisschen hier Energie. Ein bisschen zu viel, ehrlich gesagt. Oh, wir können hier die Einheiten jetzt... Oh, das ist ja sehr gut. Die können wir hier mal herstellen. Die neue Einheit, die wir herteleportieren. Wir haben ja jetzt schon so viele Verluste gemacht. Und die müsste jetzt dann irgendwann erscheinen. Hallo? Da ist sie. Und die fallen jetzt quasi den anderen gleich mal schön in den Rücken. Wie sehen die denn eigentlich aus hier? Oh. Sehr schön. Macht ihr irgendwas? Jetzt laufen sie. Okay. Das ist ja Ruckeln hoch 3. Das muss ich mir nochmal anschauen. Wieso das so ist hier. So, jetzt sind wir hier schon durch. Das heißt, einfach mal alle rein hier. Und ich hoffe, die kommen jetzt auch rein. Unsere Lade, die schießt mal hier rüber. Wir verlieren hier immer mehr. Ja, wobei, jetzt flüchten sie. Eieieiei, das ist schon...
Unser Kommandant schlägt sich auch noch unglaublich gut aktuell. Ist echt Wahnsinn. So, jetzt wenn wir hier mal durchkommen würden, wäre das schon ganz schön. Wir probieren mal hier einfach durchzulaufen. Wahrscheinlich geht es nicht. Wer steht denn hier hinten noch? Schwertinfanterie und Schwertinfanterie stehen hier noch. Deserteure quasi. Das ist schon... Naja. Wo ist eigentlich unsere Sphinx? Die ist auch noch gut hier unterwegs. Komischerweise hat es beim letzten Mal nicht so geruckelt. Als ich vor ein paar Tagen gespielt habe. Ich werde nochmal neu starten, denke ich mal. i7-4790, ja, ich habe glaube ich irgendwas um die 3, GHz sowas. Gigabyte RAM sind auch kein Problem, 1070 habe ich drinnen. Das ist kein Problem, ne? Ne, beim letzten Mal haben wir auch, ich habe ja hier schon einmal gestreamt jetzt hier mit der Fraktion. Und da haben wir zwar nur eine kleine Schlacht in Anführungsstrichen gespielt, also nur mit einer Armee. Und da ging's komischerweise. Da ging's. Sehr seltsam. Vielleicht hängt es wirklich jetzt hier mit der Truppengröße zusammen. Ich werde jetzt nochmal die... oh Gott, eine Einheit ist komplett aufgerieben worden. Können wir vielleicht unsere Sphinx hier raus und hier in den Rücken schicken? Dass wir die hier rüber schicken. Ich hab ja auch schon Let's Plays gemacht mit anderen Fraktionen, also mit den Hochelfen war das. Da ging es auch mit großen Armeen. Und da habe ich noch auf Ultra gespielt, nicht auf Hoch. Ne? Da haben wir auf Ultra gespielt. So, jetzt kommen die hier zurück. Wir bringen mal ein paar raus hier. So, unsere Sphinx, wo ist die denn jetzt aktuell? Ist das die Sphinx? Ja. Wenn die jetzt mal hier laufen würde. Das ist schon... Also so krass hatte ich es bisher noch nicht. Tomkings haben halt deutlich mehr Modelle pro Einheit, wenn ich mir das so anschaue. Ich weiß nicht, ne? Aber so, ich habe hier, keine Ahnung, ich habe hier 10 Frames pro Sekunde wahrscheinlich. Irgendwie sowas. Kann doch nicht sein. So, jetzt mach mal hier den Blob weg. Auch nichts im Hintergrund laufen. Also das passt eigentlich alles. So, wir haben gesiegt. Mach gleich mal beenden, bevor wir noch mehr verlieren. Das lief auf Ultra, lief das Ultra... geschmeidig. Und jetzt auf einmal.
Okay, in einem anderen Stream war es auch so, sagt der Iconfly. Ja, wie gesagt, also ich habe jetzt auch seit kurzem sogar bei den Intro-Videos die ruckeln. Komischerweise. So kann ich ja, so können wir ja nicht die Schlachten schlagen. Das ist ja Quatsch. So, jetzt schaue ich nochmal rein, ob ich die Optionen hier ändern kann. Einheitengröße, Mittel. Jetzt werden wir hier mal auf Klein gehen, einfach nur mal zum Testen. Ich habe ja alles auf Ultra gehabt und trotzdem lief es. Ich habe sogar V-Sync rausgenommen. Das müsste eigentlich alles passen. Ja, vielleicht liegt es wirklich an dem Volk dann. Das, keine Ahnung, ich habe es mit dem anderen noch nicht probiert. Na gut, wir schauen jetzt mal in die nächste Schlacht, wenn es denn nochmal eine gibt. Jetzt erst machen wir weiter. Wir haben einige Verluste jetzt hier ertragen müssen. Hier, Gott sei Dank, 20 von 20, das passt. Schauen wir mal, was wir hier noch machen können. Wir gehen hier weiter bei den Boni für die Bogenschützen, Streitwagen und Kriegssphinxe. Machen wir mal weiter. Blut. Das ist ein gutes Stichwort. Ich habe mir vor dem DLC hier, habe ich mir den Blutpatch noch geholt. Dass es der ist. Eigentlich soll es egal sein, ja. Ich werde den mal kurz deaktivieren. Das probieren wir jetzt mal aus. So, wen können wir hier? König Kagetev können wir upgraden. Führerschaft Effekt Marschierer. Wir gehen jetzt hier auf Marschierer erstmal. Und das machen wir später dann bei unserem jetzigen Hauptanführer auch noch. So, können wir hier drüben. Können wir gleich was bauen. Das hier können wir zum Beispiel abreißen. Das brauchen wir nicht. Die Kaserne. Die kommt weg. Und wir bauen Obelisken, Leichenhaus. Wie sieht es denn aus mit der Ordnung? Da haben wir jetzt plus 4. Wir haben auch eine Armee in der Stadt stehen. Das heißt, da werden wir eventuell Probleme bekommen. Steuern, ja. Okay, dann machen wir hier auch. Dann machen wir hier erstmal die öffentliche Ordnung plus 4. Damit das weg ist. Dann Zandri, was machen wir denn mit dir? Bisschen mehr Kohle. Dann haben wir noch 1700. Können wir noch irgendwo was bauen? Nein, können wir nicht. Na gut, ich werde jetzt mal speichern. Ich bin gleich wieder da. Ich werde mal den Blutpatch deaktivieren. Ich hoffe, ich kann den überhaupt einfach so deaktivieren. Die muss man wahrscheinlich direkt ins Steam dann rausnehmen. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Und ich hoffe, dann mit weniger Problemen.